Die Reparatur des Heliophagen ist abgeschlossen. Mal sehen, ob unsere Vorbereitung sich auszahlt. Cleese und ich kämpfen mit den Flotten im niederen Orbit. Ihr anderen habt eine Aufgabe. Tötet Lothar Rendall. Haben wir echt eine Chance, das durchzuziehen? Keine Ahnung. Aber eins ist klar. Keiner von uns wird im Dunkeln sterben. Meine Güte, du wandelndes Filmplakat. Machen wir endlich weiter mit dem Weltuntergang. Danke, Cleese. Ich liebe euch, Idioten. Dann los. Ja, und damit hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Battleborn. Wieder mit am Start, das Zweikampfsofa. Juhu. Juhu. Hallo. Ja. Warum sprechen wir so? Letztes Level, liebe Freunde. Letztes Level. Wir haben im vorletzten Level schon 5 Versuche gebraucht. Mal gucken, hier brauchen wir wahrscheinlich 10. Na. Keine Ahnung, ich habe mit dem Level auch keine Erfahrung, denn ihr habt ja schon alles durchgezockt, ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die auch schon hab. Kann ich dir nicht sagen. Battleborn. Jetzt gibt's aufs B. Aufs große B. Battleborn. Ruff. Und. Randy! Sind wir in der Nähe der Kathedrale von Lenore. Dort finden wir den Heliophagen und Rendein. Aber bevor wir euch reinbringen, müssen wir die Verteidigung ausschalten. Das ist Schritt 1. Alle bereit? Guck mal, hier steht. Ja, jede Menge stehen hier. Ach, noch mehr. Das sieht doch einfach aus. Wir müssen uns auf die Plattform stellen hier. Ich bin ziemlich sicher. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich war hier noch nicht, ich verstehe. Oh, Gegner, Achtung. Vom Ober wäre ja, links, rechts, geradeaus. Kleines Gesocks, okay. Die Fraktionen kämpfen, um uns diese Chance zu geben. Und ihr Opfer war umsonst, wenn wir scheitern. Welche Opfer? Welche Kämpfe? Level up. Wow. Ich schieße immer auf diese Tante hier, obwohl es unsere Verbündete ist. Teleporter vor, um euch reinzubringen. Zerstört die Verteidigung. Findet und zerstört die Splitter. Was für Splitter? Wo? Warum? Wie viele? Hä? Wir kämpfen ja unsere anderen Tanten hier mit. Die anderen Tanten? Ach, ja, da hinten. Das irritiert mich. Das irritiert uns hundertprozentig in dem Spiel noch. Ungemein. Universum endet in 22 Minuten. Hä? Ach du Kacke, ich bin da. Ich würde euch empfangen, aber ihr wollt mich sicher aufhalten und oder töten. Yep, das war der Plan. Ist das der Moment, in dem ich euch bitte, das zu überdenken, was ihr daraufhin empört, ablehnt? Wir lehnen das Angebot ab. Empört! Großartig. Welche Entschlossenheit. Mal sehen, wie weit sie euch bringen. Ich bin mitgebracht. Cool, das Geisterschloss ist ja auch schön. Guck mal, bist du in einem anderen Level oder so? Nö, wir sind gerade auf dem Geisterschloss zugesprungen. Hast du es nicht gesehen? Das Geisterschloss. Ja, sah heißt aus wie so ein anderes Geisterschloss. Hm? Weiß nicht. Fällt der direkt vor mir auf die? Ich weiß es nicht. Hör auf mich zu hauen! Denn. Irgendwas passiert in der Mitte. Was ist das für ein Gesorgs? Ey, er hat mich. Die hauen mich immer her. Was ist denn los hier? Wo soll er hin? Heute hat Snork sein Turret aufgebaut. Das ist ein Snork-Turret, genau. Mods. Hier ist wieder ein dicker Sack. Aua. Wo ist er denn überhaupt? Das ist nicht böse hier, der Sack. Die sind alle böse und geben mir alle auf. Auf den Sack, genau. Da darf man ruhig mal Gaming-Tourette haben. Na klar, natürlich. Er hat ihn runtergesaugt. 17 Sekunden. Der Heiler, genau. Na wieso? Heil ich dich oder nicht? Turret aufgebaut. Ja, damit ich ein bisschen Ruhe habe da. Ruhe ist ja deine Ruhe hier. Irgendwo ist ja noch einer. Ich kann nicht hoch, ist ja auch gar nicht groß hier, oder? Unübersichtlich, würde ich behaupten. Ach, ist ja.
Hi Jungs, was macht ihr? Oh oh. Nein! Ach. Na, wir brauchen Hilfe. Ich brauche Hilfe. Machst du das? Ich mach gar nichts. Ich bin irgendwo, ich weiß nicht, wo ist er denn? Wo ist er denn? Okay, wo ich renne. Ja, der Level ist sehr groß, wir sollten zusammenbleiben. Ich komm zu ihm. Das wird ein bisschen schwierig werden jetzt. Schießt einer irgendwelche Raketen, die dann explodieren. So. Alter, was denn hier? Du bist wieder geheilt. Heil mich. Rette mich. Hilfe! Also da, wo jetzt der Onkel ist, ist ein bisschen Action, ne? Ach nee, da wo ich bin, kann ich sagen, ist eben... Oh, dann dicke Dinger, uns. Oh, dicke Fug. Dinger, ich liebe dicke Dinger. Oh, da Fug. Keine ich komme zu dir, ich helfe dir. Dann renne ich hier zurück. Rennt einfach weg, ich fasse es gar nicht. Ey, du hörst auch nicht zu hauen? Ah. Das Geisterschloss ist ganz schön unübersichtlich, oder? Ja, ich renne, eigentlich war ich auf dem Weg zu dem gelben Schädel. Ach, ich habe kein Dreieck, verdammt. Ja, der gelbe Schädel oder das gelbe Dreieck? Das muss ich dann langsam mal verraten hier, ne? Nee, warum hat der dicke Sack auf mich jetzt hier? Was soll das? Was? Was erzählst du denn da? Unglaublich, ey. Kennst du mein Problem? Der redet und keiner versteht, was er meint. Ich hab doch nur gesagt, dass meine Dreieck-Aktion nicht da ist. Sagst du, was, zum Dreieck rennen? Ja, ja, was? Du, das ist, Das ist richtig, richtig. Ich weiß gar nicht, was ihr sagt, was ihr wollt. Heiler, Heiler, Heiler. Ah, nee, doch nicht. Ich hab ja bloß Schild weg. Ich bin trotzdem geheilt. Ja, ja, danke. Meine Fresse. Da ist richtig was los hier, ne? Richtig was los. Richtig cool. Level up. Meine Fresse, ey. Au, oh, irgendwer kratzt mich von hinten an. Ja, natürlich. Natürlich von hinten. Hier so ein Knari, genau, der ist direkt weggefriedet, das ist sehr gut. Man könnte mal die Treppe hochgehen hier, ne? Nein! Ach! Gerade wo ich mein Special ansetzen wollte, hat er mich weg. Ich würde dich gern wiederbeleben, ich kann aber gerade nicht. Ey, Lemmin! Ich hätte dich. Ich, ne, er haut mir. Ich konnte dich nicht wiederbeleben, Onkel. Ich stand neben dir. Wie soll das denn funktionieren? Hallo, da sind zwei dicke Säcke. Ja, eben. Lalala. Ich werde nicht geheilt. Lalala, ich bin weg. Gut. Mama. Du hast den falschen Kreis geheilt. Oh, fuck, ey. Boah, Alter, aber von hier erstmal wieder wegzukommen, ist auch wieder. Ja, das ist easy, ne? Da erstmal wieder zu euch hinkommen. Wo bin ich denn jetzt hingesprungen? Hilfe! Ich bin tot. Ich komm hier nicht wieder raus. Klar. Wie? Ich bin tot. Komm mal unten. Ja, tot. Warum bin ich da runtergesprungen? Ich bin da runter geworfen worden. Arte, beleb mich wieder. Ich komm am Rand raus. Machen wir mal, ne? Wo ist denn der gute Raff? Soll vielleicht nicht so weit, ja, wegrennen? Das, ja? Problem ist, ich komme nicht mehr zu euch, weil hier mega viele Gegner sind am Anfang, wo ich gespawnt bin. Na, das wird nur hier um das Haus rumlaufen. Einmal im Haus laufen. Hier ist auch noch einer. Du darfst dich auch nicht. Also der Trick ist hier nicht so viel rumlaufen und Leute aktivieren, sondern zusammenbleiben. Und Leute aktivieren. Genau. Aber er gut schnacken kann er, ne? Also ohne meine Trips würde er schon längst tot sein. Na, wo rennt ihr eigentlich hin, sag mal? Es gibt eine Karte. Noch zu dem gelben Totenschädel geradeaus durch. Ja, warum nehmen wir nicht den anderen Totenschädel? Warum? Holzgebiet. Die Mission ist halt woanders hin. Gelbe Totenschädel sind nämlich nicht Missionen. Jetzt werde ich bewusst, was die Mission ist. Aber irgendwie ist gut runterfallen. Also Splitter werfen die einem hier ja fast hinterher, oder? Das geht so. Ja, wer weiß, was wir da brauchen. Nehmen mal so ein extra Leben für uns mit. Was? Warum ist das denn wieder? Hinterher von hinten. Hey, hallo. Und noch ein
Strom weggemacht. Alter, was hier los ist. Aber wirklich, ist ja ein bisschen voll, oder? Das Witzige ist immer, ich bleib immer stehen und kämpfe und kämpfe und kämpfe. Und dann seid ihr schon weggerannt. Ich frage mich immer, warum rennt ihr weiter? Weil wir es können. Ja, aber das bringt doch nichts. Ihr müsst doch mal hier was wegschaffen. Tun wir doch, die ganze Zeit. Ja. Ich guck nur mal einmal um die Ecke. Seid ihr ganz woanders? Das ist wieder dein Problem. Ich guck mal um die Ecke, dieses... Guck hier, ohne Ende nicht Gegner. Gucken, Gegner ohne Ende. Keiner bringt sie um. Oder ich bleibe immer bei dem, wo es die meisten Vorteile bringt. Genau, ganz genau. Und wir schaffen hier das meiste weg, würde ich mal so sagen. Also keinen Killen würde ich nicht, für eine bösartige Unterstellung halten. Es gibt hier die richtigen Gegner. Das ist das Ding. Ja, das kannst du uns vielleicht vorwerfen, aber du entscheidest ja nicht, wer die richtigen Gegner sind. Doch. Nein. Ich renne irgendwo lang, ey. Ich weiß es echt nicht, ey. Naja. Was flogst du wieder ganz nach vorne? Hast du dir doch den Wellenreiter genommen? Nein. Weil du so schnell gewesen bist. Ich bin immer schnell. Da sagst du, ich will mal hier zum Totenschädel, aber rennst dann doch wieder woanders hin. Nein, ich will eigentlich zum Totenschädel. Ich bin geradeaus durch auf dem Weg zum Totenschädel. Ja, aber das war hier. Ja, bin da auf dem Weg. Bin weggerannt. Hallo? Bin ich weggerannt. Ja. Bin nur eine hochgesprungen. Ich war nur über dir. So. Aber gibt es hier zwei Totenschädel? Kann das sein? Ja, ja, bestimmt. Okay, dann bin ich am Falschen. Dann komm ich mal zu. Ach nee, wir sind richtig. Alles gut, dir, alles gut. Wir stehen da, wo du bist. Alles gut, weitermachen. Du siehst die Welle, das sind wir. Ja, jetzt mal hier rumraffen. Mal richtig rumraffen. Wieder ohne Fahrschein. Da müssen wir auf Auge rumzukommen. Heiler. Wo bist du? Hier. So, ich geht's doch gut. Ach so, na eben. Keine Ahnung, wie das jetzt gekommen ist. Ich hatte gerade keine Energie mehr, aber... Ja, du brauchst nur mal Wasser reinzuhalten, dann bist du sofort geheilt. Ja, einmal rüberspritzen, dann ist... Einmal rüberspritzen, wie zu Hause. Einmal rüberspritzen, alles wieder gut. Nein. Was machen wir jetzt, wenn wir einen Totenschädel? Was machen wir einen Totenschädel jetzt? Ich erwarte, dass wir... Ja. Wusstest du eigentlich, dass wir eine Zeit runterlaufen haben? Ja, habe ich ja vor uns gesagt. Die Zeit ist doch aber für irgendeine Kill so und so viel für eine Herausforderung. Nein. Doch. Da wäre ich mir nicht so sicher, aber die Zeit ist zwar 12 Minuten noch. Aber wir haben auch ohne Ende Zeit, aber ich glaube, das ist nachher dann doch ein bisschen knapp. Ich befürchte es. Das ist eine Herausforderungszeit. Bleib dabei. Bald, du es so, jetzt hat der Raffe. Okay, diesmal war es andersrum. Du hast in die Luft gebombt, während ich ihn eigentlich beschießen wollte. Aber wir kriegen das jetzt mal. Daran habe ich mich schon gewöhnt. Von daher. Da fallen Zombies von der Decke. Das dürfen die gar nicht. Ich gucke auch Eier auf den Mies, ne? Kann ich mal auch mal. Lebensraum. Boink. So, der Totenschädel ist weg. Große Karte gucken. Jetzt sollen sie zum Missionsziel gehen, zur Raute. Also zur einen Raute, nicht der anderen Raute. Nämlich die im Süden. Die Treppe hier hoch hier. Da wo Moment, ich stehe oder welche, ich sehe nicht, welche Treppe du hier kommst. Komm zu mir. Weil ich gehe direkt auf so ein Ding dazu. Ja, genau, du bist richtig, ja. Was, ihr geht wohin zu? Achso, gut, okay. Ich gehe zu. hier ist eine Blase. Die Blase ist blöd. Kann man so sagen. Ja, toll, da komme ich natürlich nicht hin. Du hast einen dicken am Hals. Smirk, steck ihn weg. Ich habe keinen dicken Hals, ich habe einen dicken am Hals. Smirk, das ist halt schlimmer. Smirk, steck ihn dicken weg. Am Hals, dicken im Hals, oder? Ich sag dir, ich hab ihn. Einen dicken im Hals ist auch schon. Weil der Smirk sich nicht zusammenreißen kann. Wo seid ihr beiden eigentlich? Mal blöde gefragt. Wir sind alle bei dir. Keine Sorge. Nicht. Jetzt metzle hier so ein paar Zombies wieder weg. Alles witzig. Ich glaube, hier braucht man einen ganz anderen Charakter. Nahkampf, wurde ja angemacht, oder? Ja, mir geht's gut. Ja, super. Du heilst dich auch, wenn du die Leute dann haust da. Ist das so? Ja, ich hab jetzt diese Fähigkeit dazugelernt, ja.
Und ich habe jetzt, also ich habe diesmal richtig geskillt. Ich habe diesmal auch Bewegungstempo erhöht anstatt Schaden. So, den Eingang habe ich weg hier. Was rennst du mal nach vorne? Was bist du am Rushen hier, ey? Das ist unglaublich, ey. Weil ich nicht bezahlt werde fürs Gegner killen, sondern für den Chefblatt machen hier. Kopfgeldjägermäßig, weißt du? Oha, aber wenn wir nicht die Gegner killen, dann werden wir alle bezahlen, verstehst du? Ja, wie werden die denn bezahlen dafür? Extra Leben zu uns? Hat sie einen Schließmuskel gesagt? nein. Doch. Oh, jetzt habe ich sogar. Ich hab sogar Fledermäuse. Yeah! Du hast Fledermäuse? Ja. Du hast Fledermäuse? Nee, ich hasse keine Fledermäuse. Ich bin Batman. Batman. Ich bin der Bettenmann. Ich bin Batman. Mach die Betten an. Okay. So, großer Raum und mit nix. Ich vermute mal, wir müssen etwas tun. Ja, hier stehen wir auch, da wollen wir uns drauf. Hier stellen wir uns draufstellen. Moment. Soll ich aktivieren oder wollen wir erst die Tour jetzt anmachen? Weiß nicht, wo geht's denn hier überhaupt hin? Ach, nur nach oben. Aha. Okay, man kann also obere Ebene auch lang. Okay, ich aktiviere. Ja, okay. Sammler erreicht die LZ. Behaltet ihn bei seinem Einsatz im Auge. Oh. Oh mein Gott. Ein Riesending. Ist das ein Riesending? Null. Keine Bonus, keine Punkte, kein Energiebalken, nix. Aber es ist ein Totenschädel. Was denn? Ich wurde angeschossen von irgendwas. Ach, da oben fliegen irgendwelche Idioten. Flugidioten? Mhm. Ich krieg was auf den Sack. Hä, wo sind denn die alle? Ich weiß auch nicht. Ich sehe niemanden. Da ist unten einer, aber. Ja, zur Zeit sind hier bloß so kleine Bums-Dinger. Das sind die kleinen Zombies-Gedöns. Ja, das ist ja alles kein Problem. Ja. Das nenne ich einen Kampf. Ah, jetzt hier. Aber da war was ordentliches. Ah, da war was ordentliches. Müssen wir jetzt hier das Ding schon wieder verteidigen? Anscheinend. Oh, ich glaube es nicht. Das geht mal. Also das hat kein Energiebalken. Hat kein Energiebalken. Nee, ne? Nee. Aber die gehen da drauf los. Wahrscheinlich warten, bis El Chefico einfach kommt. Kill sie. Aber töten, ja. Töten, töten, töten. Deswegen ist der Totenschädel auch hier. Töten, töten, töten. Cool. Irgendwie simpel. Too aber easy. Genau richtig für uns, das, weil die komplizierten Sachen schaffen wir nicht. Das verstehe ich sogar. Töten. Oh, ja, böse wilder Wachs. Da haben wir ihn doch. Hä? Er springt mich an und er ist tot. Der Splitter angegriffen, genau. Also der Splitter muss angegriffen werden, muss er kaputt gemacht werden. Die Splitter werden immer kaputt gemacht. Wo ist der hin? Aber der geht kaputt, wenn wir die Gegner platt machen, oder wie ist das? Nee, der hüpft ja ein bisschen wirr da, oder? Wow. Lass dich doch in Ruhe. Wie das jetzt auf meinem Kopfhörer sich immer weiter weg angehört hat, wo du jetzt geschrien hast. Ja, angebunden. Da ist wieder einer. Der rennt weg. Alter, ey, was ist das schnell, der Typ? Hast du gesehen? Ja, sind die alle. Aber die machen unsere Turrets kaputt. Ja, ich bin gerade dabei. Überreste werden mich an unsere gemeinsame Zeit erinnern. Aber mehr machen sie auch nicht, ne? Ja, sie stören. Stören, Friede. Pump. Das war zu kurz. Na toll. Er ist ein bisschen zu hart für mich. Hm. Ist er zu hart? Bist du zu weit? Selbst was schießt er, genau. Und nun? Wir sind ein bisschen planlos, ne? Aber hier ist noch ein Gegner. Hier hinten ist noch ein Gegner. Da ihr ja immer über die Story labert, habe ich auch nicht verstanden, was wir tun müssen. Außer die Gegner. Da machen wir die Gegner. Der gute Rust klickert schon. Also der hat ihn mal gefunden. Ja, ist weg. Kling, 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 kling. Also wenn wir Gegner platt machen, explodiert hier immer ein Teil davon. Okay. Da ist wieder einer. Gefunden!
Oh, hey, nicht wegrennen. Die kommen jetzt von hier unten. Ja, ja, die machen jetzt die Turret. Vor meinem Turret, den ich da Platz gemacht habe. Oh, den, gut, dass ich den gebaut habe. Das war gut. Ich höre irgendwas rumpeln. Ja. Da ist hier einer. Oh, was ist das? Der ist ein bisschen größer, oder? Yep. Okay. Der lernt trotzdem fliegen. Oh, der schießt sogar. Aua! Der war von der Seite. Ah! Geh weg! Ich mag dich nicht! Ey, der schießt mit irgendwie Projektilen auf mich. Darf der das? Ja, der hat ein MG in der Hand, ne? Ja, ich auch. Ich mach ihn nämlich platt. Da ist wieder einer. So, ich heile irgendjemanden hier. Ist auch gut. Also, wenn es ein Gegner ist, ist das okay. Was ist das hier? Ein Lag oder so? Nein, die springen so schnell, die teleportieren sich die Gegner. Wupp, macht das der. Wupp, wupp, macht das der. Wupp, macht das der. Macht das der. Macht das der. 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 Macht das der. Leider hält die Verteidigung immer noch. Aber nur noch so eben. Noch ein Splitter und das war's. Schnell. Machen wir gerne. Wo ist es da hin? Das klang aber eher so, als müssten wir es verteidigen. Das klang so, hält nur ein Splitter noch und der ist alles weg. Ja, das hat ja geklungen, noch ein Splitter und dann ist das Ding kaputt. Also nicht verteidigen, sondern juhu, kaputt. So, aber auf die Karte gucken und wieder raus aus dem Raum. Und da sind ganz viele Gegner vor uns. Oh Mann. Yeah. Alter, wir schnell. Wir müssen zu dem Rechteck da oder was? Ja, zwei Ziele, ne? Ich würde mal sagen, rechts. Ja, ich will auch sagen, das Rechteck, ja. Okay, Rechteck geradeaus. Also das ist das einfach, was ich sehe. Rennst du jetzt oder machst du auch alle Platte hier rumlaufen? Oh, halb und halb. Was im Weg steht, wird erledigt. Der ist. Bleibt links liegen oder was? Ich muss ja nicht jeden, der in der Ecke steht, irgendwie killen. Ich bin ja ein freundlicher Mensch. Ich sag ja, die Zeit läuft runter. Das sind jetzt noch 3 Minuten, ne? Wir sind ja auf dem Weg. Ich renne dem Wath hinterher. Echt? Der Onkel ist aber richtig schnell, du. Ja. Oh, Onkel, da ist ein Raumschiff über dir. Ja. Ich hab die falsche Abzweigung genommen, oder? Wie immer. Orientierung war dieser Ding. Immer biegst du falsch ab. Ja, ich habe die falsche Abzweigung genommen, eindeutig. Jo. Na super. Oh, wie weit müssen wir denn noch latschen hier? Ja, ganz schön backtracken, ne? Du kannst auch laufen. Ja, ich renne. Das ist Rennen. Das ist Rennen. Das kommt jetzt ein bisschen peinlich, oder? Ja, ich kann auch nicht. Es tut mir leid, ich springe ja. Oh, ich habe das falsche geklickt. Oh, aber dafür ist er blau. Ja, und feucht. Darfst du nicht vergessen. Blau und feucht. Blau und feucht. Den Fisch. Deswegen die dunklen Jeans. Dunkle Jeans. Da fällt es nicht so auf, wenn man feucht ist. Ach so. Du kennst dich da aus, ja? Hui! Sicher. Du nicht? Ich sag mal nichts zu. Oh, guck mal, Riesenpilz. Hier ist ein blauer Baum. Baum. Sag mal, Baum. Wie weit müssen wir da rennen? Weil wir haben nur noch 2 Minuten. Ja, wir müssen ganz zurück wahrscheinlich. Ja. Oder wir müssen die ganze Zeit schon zurückbleiben. Das kann auch sein. Ach halt, stopp, wir müssen dahin. La 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 la. Da, genau. Scheiße. Und hier ist offensichtlich gar keiner, gar niemand, oder? Ja, alle ausgestorben. Weggestorben. Da sehe ich ein paar rote Punkte. Da ist wieder ein Splitter. Und da steht da? Kontrollpunkt aktiviert. Was haut mich? Ah, Hilfe! Kannst du auch so rein, ne? Was sagt er? Tüdeln, tüdeln? Mach den Kontrollpunkt. Der macht immer tüdel. Tüdel, tüdel. Ja, genau. Titte, titte. Edeltitte. Eine Edeltitte. Eine Edeltitte. Das ist ja toll. Hier oben stehen wieder Typen, die schießen. Mhm. Wir müssen wieder kaputt machen hier. Oh, hier schon wieder. Hä? Ach, wegen dem Scheißding. Wo wollte ich ihn hin? Keine Ahnung. Bist du auf? Hey, alles für mich. Wow. Ach, dieses scheiß Jump-Pad.
Du warst kurz vor dem Ding, da hat mich das Jump-Pad nach oben geschleudert. Held. Wusch. Alle weg. So muss das sein. Ey, manche sind extremst fix unterwegs hier. Da ist noch einer, genau. Na, genau. Der ist noch da, da ist noch einer. Das für dich. So, wir haben noch 13 Sekunden, ich fürchte. Das wird nämlich nix. Ich glaube trotzdem immer noch fest daran, fünf, dass das so eine Herausforderung ist. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube das auch, ich hoffe das. Boah, ja. Leck mich am Arsch. Ernsthaft. Also, Gegner liegen lassen, durchrennen. Das ist der Witz dabei. Oh Gott. Ah, ja. Schildsplitter nicht vor Ablauf, Zeit auf nicht zerstört. Genau, das ist der Trick dabei. Ja, super. Das war toll, ne? Alle stöhnen, alle. Ja, na gut. Dann. Ja, Wahnsinn. Würde ich sagen. Machen wir das auch nochmal? Ja, gerne. Also liegen lassen die Gegner und durchrennen. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Bis zur Running-Folge sozusagen. Genau, zur Lauffolge. Tschüss. Ciao. Tschüss.